Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute zu Requisitenjagd auf der Map Checkmate in Black Ops Cold War, wie immer. Ich habe keine Lobbys gefunden, ich habe wirklich 20 Minuten lang versucht Lobbys zu finden und es funktioniert einfach nicht. Man findet einfach keine Lobbys mehr in dem Spiel, die nicht schon angefangen haben. Ich weiß auch nicht, das ist aber auch erst seit den letzten Updates so, vorher hatte ich nie Probleme. Also keine Ahnung, was da wieder los ist mit dem Spiel, naja. Ich wusste es. Ich dachte mir so, Moment mal, da stehen doch eigentlich gar keine. Also auch die steht da, die ist auf jeden Fall echt. Okay, ich wollte nur die XP haben, deswegen habe ich die noch abgeschossen. Ja, dann habe ich eben eine Runde gespielt. Auf Satellite. Hm, die ist dann auf einmal kaputt gegangen. Hat sich entschieden, machen wir einen Verbindungsabbruch. Auf wessen Mist auch immer das gewachsen ist. Ja. Dann habe ich wieder ewig gesucht und jetzt habe ich eine Lobby gefunden. Und die erste Runde lief leider schon, aber ist ja nicht so tragisch. Ich hoffe, dass ich danach noch... Nein, Täusch-Item. Ich dachte mir gerade so, hä? Ich hoffe, dass ich hier nachher einfach noch eine Runde finde, ohne großartige Probleme. Okay, wo ist hier einer? Das pfeifen wir doch echt nah. Das pfeifen wir eigentlich echt nah hier. Als ob das hier drin liegt. Macht ja gar keinen Sinn. Hey, ich war noch nie bewusst hier in dieser Area. Muss ich mir vielleicht mal merken, dass man da nicht so oft hingeht. Okay, Checkmate, ihr wisst, ist ja eine meiner absoluten Hassmaps. Ich finde die einfach so langweilig. Ich weiß auch nicht. Und was am schlimmsten ist, man erspielt sich hier Vorräte und man kriegt sie einfach nicht. Da frage ich mich auch immer, was haben die sich dabei gedacht, als sie diese Map konzipiert haben. Man muss das so, man hat die Chance, dass es da durchfällt, meine ich. Aber es bleibt meistens oben liegen. Und das ist halt echt hart dumm und belastend. Ich glaube, ich sage gar nicht mehr so oft belastend wie früher. Eine Zeit lang habe ich das echt immer gesagt. Inzwischen fällt mir auf, dass ich es nicht mehr so oft sage. Okay, uns fehlen noch 3 Items. Das Ding ist, wir müssten die halt eigentlich echt mal finden, denn wir haben sonst schon 2 Punkte. Also das Gegnerteam, nicht wir. War vielleicht ein bisschen ungünstig formuliert. Das Gegnerteam hat sonst schon 2 Punkte. Und das ist auf jeden Fall kein guter Start. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, okay. Ich brauche eine Flash. Die Frage ist, wo werfe ich die Flash hin? Hier in den Rahmen oder da rein? Hätte ich sie mal lieber da rein hier in den Raum geschmissen. Hier ist irgendwo einer. Es hat nämlich gepfiffen. Es hat gepfiffen. Wie? Okay. Nur noch einer. Leute, kommt nur noch einer. Es pfeift nicht mehr. Das ist schlecht. Dass es nicht mehr pfeift. Das ist schlecht. Wir kriegen den nicht mehr. 18 Sekunden. Ich weiß halt nicht, wonach ich suche und ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ist er hier, weil die halt hier Sachen markiert haben, aber ich glaube, das ist nicht mehr aktuell. Ich finde das immer ein bisschen blöd, dass das für immer da stehen bleibt, gefühlt. Jetzt eine neue Markierung, wo? Da, da ist er gerannt. Schade. Ich meine, ich habe ihn im Augenwinkel gesehen. Gott spielt heute mit. Und Macklemore wollte ich schon sagen. Mackenbroski, alles klar. Ja, klar, war er das jetzt. Der Wishmaster ist einfach schon wieder Wishmaster. Wishmaster ist in jeder Runde. Alter, das Item ist stark. Das Item ist stark. Das Item ist echt stark. Nur wo gehen wir damit hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn Leute natürlich wissen, dass man das sein kann, ist es nicht so gut. Aber ganz ehrlich, das sieht doch aus, als würde das wirklich hier stehen.
Ich bleib hier stehen. Ich probier's. Ist mir egal. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich einen ehrenhaften Heldentod. Nein, natürlich nicht, aber ich versuch's. Ich finde das Versteck stark. Ich würde glauben, das ist ein Teil der Map. Ich würde es halt wirklich glauben. Man kann es natürlich auch so machen. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, genau. Wo ist denn kein Gegner? Nein. Ja, tschüss. Oh Mann, schwach, Alter. Als ob der mich direkt gesehen hat. Ja, aber warum? Der muss ja wissen, dass man das Item sein konnte, weil ganz ehrlich, Alter, ich hätte das nicht gecheckt. Ich hätte es einfach nicht gecheckt. Und man kann so ein Ding sein. Das ist auch nice. Ja, das ist nice, was er gemacht hat. Yakuza hat sich gut versteckt. Achso, der Wishmaster kann gar nicht. Hallo Bruder, du schaffst das, hat Gott geschrieben. Hi. Hallo. Huch. Hä? Hallo? Gott. Darf das nicht schreiben. Darf nicht Gott schreiben. Hallo. Hallo Gott, doch jetzt. Okay, das ist ja übel verzögert. Was? Warum ist das so verzögert? Was ist denn mit dem Ingame-Chat los? Wie geht es dir? Lebt er denn noch? Nee. Er lebt natürlich nicht mehr. Ah. Das ist natürlich schlecht. Aber er antwortet mir auch einfach nicht. Aber der Chat hängt auch irgendwie völlig hinterher. Der Chat funktioniert auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Letztes Mal dachte ich ja, ich wäre kurz gebannt. Letztens dachte ich ja, ich wäre... Warum habe ich mir die ganze Zeit... Hat sich das angehört, als würde ich yeah sagen. Hallo. Er antwortet mir einfach nicht. Dabei ist er doch tot. Er hat doch nichts zu tun. Warum antwortet er mir nicht? Gott, antworte mir doch. Ich frag doch nur nach einem Zeichen. Hallo. Hallo, Gott. Bitte. Antworte mir doch. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird. Ach so, weil ich scrollen kann. Vielleicht hätte er den Chat auch aus. Das wäre natürlich schlecht. Das wäre natürlich schlecht. Yakuza lebt noch in Macklemore. Er ist jetzt auf jeden Fall einfach Macklemore. Ey, komm, mein Versteck. Alter, was ist denn los? Ich trinke extra nichts vor den Aufnahmen und dann muss ich trotzdem die ganze Zeit aufstoßen. Warum auch? Oh, man kann... Nee, das ist ein anderer, oder? Hier kann man nicht rein, sondern das ist ein anderes Item und er ist da reingegangen. Und hat ihm jetzt quasi sein Versteck versaut, oder wie? Das ist ja so asozial. Warum machen Leute das? Ihr müsst euch den Sieg jetzt wirklich holen, Leute. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Und da müssen wir gleich alle finden, ansonsten war es das für uns. Und das wäre natürlich schlecht. Das wäre natürlich schlecht. Macklemore. Macklemore ist ein Verräter. Was hat er das einfach da drin platziert? Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Ich nehme an, dass er es war. Vielleicht verurteile ich ihn ja auch zu Unrecht. Jetzt ist er jedenfalls tot. Rundensieg. Sehr gut. Sehr gut. GG würde ich gerne schreiben. Hier kann man immer den Chat nicht benutzen. So dumm. Hier geht's. Der Chat ist irgendwie komisch. Okay. Wir müssen jetzt alle finden. Let's go. Wir schaffen das. Jetzt kommt das GG. Obwohl ich was komplett anderes geschrieben habe. Alles klar. Gott. Warum antwortet Gott mir denn nicht? Gott. Nein, ich wollte mir eine Uhr anziehen. Ich habe es wieder vergessen. Ha! Ich habe noch im letzten Video auf den Kommentar geantwortet und meinte so, ja, im nächsten Video mache ich die Uhr rein. Alter, was bin ich denn so geslidet? Was war denn das für ein Move? Ich misstraue hier jetzt allem und jedem.
Vor allem hier, diesen Dingern. Weil diesmal scheinen sie echt zu sein. Okay. Okay, hier hinten ist einer. Also das Pfeifen war eindeutig. Ich werf mal eine Flash rein. Geil, keinen getroffen, feier ich ja. Sehr, sehr gut. Doch, hier gepfiffen erzählt mir doch nichts. Erzählt mir doch nichts, der Pfiff kam doch von hier hinten. Guter Flieger. Dann sitzt hier aber wieder nirgends jemand. Ja, komm einfach across the map. Ja, genau. Und hier pfeift es, aber hier ist nirgends jemand. Macht so keinen Sinn. Ich habe langsam das Gefühl, dass man sich auf das Pfeifen überhaupt nicht verlassen kann. So ein essentiell wichtiger Teil des Spielmodus, aber es pfeift und ist eh völlig egal, aus welcher Richtung. Sitzt nie jemand. Hier, komm. Ja, klar. Wenigstens nicht selbst geflasht. Das... Also wirklich. Wenigstens ein. Wenigstens einen. Ja klar, sonst ist hier aber jetzt niemand mehr, oder? Hier vielleicht noch. Bin auch noch so verdächtig, die drei Tonnen. Drei Leute, 1:50. Ah. Ah, Leute, ihr wisst, wie es ausgeht. Was glaubt ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Muss euch ja mal auffordern, Kommentare zu schreiben. Glaubt ihr, wir schaffen es oder wir schaffen es nicht? Da hinten ist Gott. Weiß noch, hier habe ich mich mal als dieses Schild versteckt, diese Schießübung und gewonnen, glaube ich. Ja, ja, doch, ich habe sogar gewonnen, ich erinnere mich. Okay, hier ist angeblich eine Gefahr. Kein geflasht, sehr geil. Sehr gut, Leute, nur noch einen, noch 1 Minute und noch einen. Wir schaffen das. Vertraue, ich habe Vertrauen. Kommt schon, wir haben 2 gefunden, jetzt können wir noch den letzten finden. Verdammt, ich muss nochmal aufs Pfeifen achten. Nämlich genau hier hin. Okay, sau weit weg. Ja, wow, da oben auf dem Dach bringt er mir natürlich nicht viel. Sieht hier noch irgendwas verdächtig aus? Irgendwas? Diese Teile noch hier. Einfach alles abschießen jetzt. So wie ich es gehört. Na, das sieht nicht gut aus. 6 Sekunden, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich echt, was er gewesen ist. GG auf jeden Fall an den Wishmaster. Natürlich ist es der Wishmaster. Das war kein Kaffeekranz. Als ob. Als ob er ganz gemütlich da oben gechillt hat. Der Wishmaster ist einfach der Pro. Wishmaster, I got you. Wishmaster ist aber auch in jeder Runde drin. Ich glaube, der spielt einfach Tag und Nacht nur Requisitenjagd. Naja, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Heute kommt eine Folge Road 96 aus dem Stream online und morgen geht's dann los mit What Remains of Edith Finch. Ich bin gespannt, ich nehme es jetzt gleich auf. Und ich habe echt Bock auf das Game. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mal. Leute, macht's gut. Ciao. Ciao.